Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Arma 3 Zeus Grundlagen Tutorial. Eine Zeus Mission in 30 Minuten, wie ihr das gewöhnlich kennt, werden wir es versuchen wieder mit Tastenkürzel. Es wird auch im Laufe der nächsten Wochen ein neues Tutorial geben, was noch genauer ist, aber nicht in 30 Minuten, sondern wirklich dann dafür ist, um wirklich nochmal Zeus grundlagenmäßig zu erklären. Deutlich besser als das letzte Video noch, was ich ja damals aufgenommen habe aufgrund der Voraufnahmen, und damit ist leider auch das ein oder andere stiften gegangen. Deswegen legen wir gleich los. Ich werde ganz kurz nochmal den Sound auf leise stellen, sonst pfeift mir der Wind nämlich die ganze Zeit um die Ohren. Das ist ziemlich nervig. Und wir werden heute eine Geiselrettungsmission machen, und zwar bietet sich auf der Insel Tanur eine besondere Insel im Norden an. Wenn man jetzt mal wegdenkt, dass das hier kein militärischer, sondern ein ziviler Flughafen ist, was man ja gut auf Tanur verkaufen kann. Und man könnte ja sagen, so diese Insel ist von Tanur so ein bisschen, ja, durch die Drogenszene gezeichnet und auch so, und hier auch wirklich dann entsprechend, ja, dass man hier auch besonders aufpassen muss. Deswegen glaube ich, dass dieser Ort hier sehr cool ist, um eine kleine Geiselrettung zu inszenieren. Und wir haben natürlich ein Haus, was wir direkt haben. Das Problem ist, was mich wirklich, wirklich ärgert und damit leider auch ein bisschen Talent, beziehungsweise so wirklich auch ein bisschen Skill, was heißt Skill, ja, ein bisschen Schönheit wegnimmt, ist halt wirklich, dass dieses Gebäude zwar bis hier oben begehbar ist, aber nicht in den kleinen Häusern hier da drin, sage ich mal. Oder hier ist das auch gegeben, das ist begehbar sogar, aber auch nur 2, 3 Räume, das ist schade. Schade eigentlich, weil wenn dieses Gebäude komplett begehbar wäre, wäre das natürlich noch cooler. Aber egal, man kann nicht alles haben. Wir müssen hier aus Arma immer das Beste machen. Und deswegen legen wir direkt los. So, wir haben jetzt 30 Minuten. Aktuell 1 Minute 48 vergangen. Das muss sein. Also bleibt noch ein bisschen als 28 Minuten. So, das ist das Ziel heute. Das heißt, unsere Feinde sind auch die Terroristen, so kann man das ganz gut nennen. Ich baue schon mal mit dem neuen Tag Cup, fliegt ja bald raus, deswegen nehmen wir schon mal die Projektopfereinheiten. Und die sind ganz cool. Die sind auch so, ja, es gibt halt auch ein bisschen mit hier, schön wieder mit Kopfverschleierung und so, sehr, sehr angenehm. Und ich würde sagen, Wachen auf jeden Fall vor jeder Tür ist ganz wichtig. Und wichtig ist natürlich, dass wir es am Ende dann auch dunkel machen werden. Dafür nutzen wir aber gerade ganz kurz nochmal hier. Das können wir ja Gott sei Dank machen. Sehr, sehr cool. Mit der Alt-Taste können wir ja sozusagen Einheiten nach oben versetzen. Wo ist der jetzt hin? Hä? Da ist er. Okay, hab ihn gefunden. Mit der linken Maustaste gehalten. Bleibt ohne Probleme. Hätten wir jetzt die Alt-Taste gedrückt, können wir sie nach oben und unten versetzen. Passt. Wir haben hier auch ein bisschen drin Sicherheit. Es geht vor. Das Ganze bauen wir auch nochmal hier in die Richtung. Also, mit der Umschalttaste der linken und der Mausrad können wir Einheiten drehen. Das kennen wir auch bereits ganz gut. Und da brauchen wir die nächste Mission schon mal wieder. Erstaunlich, wir kommen ganz gut voran, ne? Also wirklich, also, wir haben auch schon... Das Format ist auch sehr, sehr beliebt bei euch tatsächlich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so beliebt ist. Finde ich aber sehr cool, freut mich natürlich riesig, dass auch diese Formate so ein bisschen ankommen, weil wenn man natürlich nur Arma-Videos macht, größtenteils, also Resident Evil-Livestreams zählen nicht, es kommen jetzt auch zu Livestreams, dann ist es natürlich immer schwierig, die Mitte zu finden, aber auch immer vor allen Dingen sich zu motivieren, was aufzunehmen, ja, man hat zwar viele Formate, aber da hat man auf das Format mal mehr Lust und auf das mal weniger, deswegen ist es ganz gut so. Wir werden natürlich nachher noch die Map dunkel machen, weil eine Geiselrettung kommt natürlich dann nochmal viel besser. Und ich würde sagen, die gesamte Insel ist kontrolliert, was bedeutet, dass für uns ein paar Drohnen. Dafür das Gruppenmodul sehr, sehr nützlich ist und das wir auch ganz gut verwenden können. Nehmen wir Fireteam, nehmen wir nicht, Sentry ist so Quatsch, nee, Armor Team auch nicht. Nehmen Weapon Squad auch nicht. Ah, Weapon Squad ist dazu, doch. So, werden jetzt wieder ganz kurz, hallo, die mal kurz ein Stück zurückschieben. Liegt aber einfach daran, dass wir ganz kurz, ja, hier die Wegpunkte setzen. Sagen das mal hier. Den setze ich erstmal auf ganz langsam, dann laufen die nämlich ein Stück. Jetzt geht's weiter. Legst der W-Punkt. Wir sagen jetzt hier, okay, hoch. Da. 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 Und den machen wir natürlich dann jetzt auch auf wiederholen. Da ist der letzte Wegpunkt, wiederholt sich dann. Die laufen die immer wieder ab und patrouillieren dann hier schön die Straße entlang. Es soll ja gar nicht so unschlecht werden für die Leute und nicht ganz so leicht werden. Deswegen werden wir auch Folgendes machen. Wir haben natürlich bei KI einen Nachteil immer. Den müssen wir immer ein bisschen abwiegeln, ob wir das wollen oder so. Ist natürlich, dass sie nachts blind ist. Deswegen haben wir aber so das Tolle bekommen, dass wir natürlich mit Zeus Sachen hinzufügen können. Deswegen können wir aufs Arsenal klicken und geben ihnen einfach, geben jeder zweiten Einheit, das empfehle ich euch so ein bisschen, weil es sind ja doch letztendlich schlecht ausgerüstete Leute,
Aber Nachtsichtgeräte kann man doch tatsächlich schon echt als Privatperson kaufen. Und bei vielleicht im Drogenbesitz, ja, da kann man das auch schon mal, wenn es wirklich um Drogenbaron geht, dann ist es eigentlich schon nachvollziehbar, da kann man auch schon mal sowas reingeben und gibt denen noch Nachtsichtgeräte. Einfach aus dem Grund, damit es auch so ein bisschen fair ist, weil die anderen KI-Kollegen werden sich natürlich dann entsprechend auch an dem orientieren. Das heißt, sie gehen natürlich entsprechend seiner Reihe ab, aber der Schöne ist, die werden natürlich auch dementsprechend dann, ja, wenn der wohin schießt, schießen die auch wohin. Deswegen lobe ich mir Duck. Das kannst du natürlich jetzt hier nicht einbauen, aber finde ich sehr, sehr cool. So, da haben wir auch Nachtsichtgeräte, 2 Nachtsichtgeräte für die Einheiten. Und hier oben werden wir aber alle Leute mit Nachtsichtgeräten vergeben, weil sonst ist es fies, weil die Burg soll ja dann schon so ein bisschen, ja, soll ja schon natürlich so ein bisschen die Hochburg sein und man soll natürlich auch hier gut kämpfen können und man soll sich wehren können. Deswegen sind natürlich bei diesen Einheiten hier die Nachtsichtgeräte umso wichtiger. Bei so einer Mission, die wir jetzt bauen, brauchen wir, glaube ich, das meiste an Zeit. Bei einer Zeus-Mission ist das Equipment der Feinde. Man könnte das natürlich noch genauer anpassen, aber dazu, sind wir mal ganz ehrlich, haben wir den Editor. Und wenn wir Zeus haben, dann nutzen wir das eher weniger, weil es einfach auch oftmals für die Katze ist und man es nicht braucht. Deswegen einfach hier meine Empfehlung, das so zu machen. So, wir gehen ganz kurz hier rein. Also wirklich nur die nötigsten auszustatten, so wie wir es jetzt hier tun. Und ihr seht, es geht los. Ich fahre jetzt das Wochenende nach Belgien. Ich werde das Wochenende also keine Kommentare beantworten können, wirklich. Aber ich habe natürlich schon das Let's Create. Das wird jetzt direkt danach voraufgenommen. Die Armor News will ich die Woche noch aufnehmen. Und ich habe eigentlich schon noch eine Idee, was ich noch mache. Ich überlege jetzt zukünftig solche Quick-Tutorials zu machen, wo ich wirklich auch nochmal sowas erkläre, wie das letzte Mal, mit dem Konvoi zum Beispiel. Oder bei Zeus verschiedene Sachen erkläre. Nochmal wie zum Beispiel, ja, einfach so kleine Handgriffe, die ich nicht in 30 Minuten packen wir, sondern wirklich als einzelnes kleines Video, was 2-3 Minuten geht, um einfach Leute auch anzusprechen, die eben genau so ein kurzes Video sehen wollen, um einfach auch so ein bisschen mehr Vielfalt noch zusätzlich auf meinen Channel zu bieten, denn im Endeffekt soll der Channel für alle armer Leute interessant werden. Was auch bedeutet, dass ich irgendwann natürlich live mit reinbringen muss wieder, oder will, aber irgendwie fehlt mir die Zeit, das Ganze zu nehmen, und es ist halt auch, wenn du live aufnimmst, nicht immer spannend, weil da passiert oftmals auch gar nichts. Ja, das habe ich ganz oft gemerkt, da passiert oftmals gar nichts. Das ist immer vor, das ist immer ein bisschen blöd und ja, es muss halt auch für euch ganz schön sein. So, das kommt dahin, machen wir so und dann laufen wir den ab hier, den Weg. Laufen den hier ein bisschen detaillierter langlaufen, lassen die mal so laufen, so laufen, so laufen, so laufen, hallo. Und lassen die so laufen, letztes Ding setzen wir wieder als Wiederholungswegpunkt, ganz wichtig. Und schon haben wir unsere Patrouille auch hier in dem Gebiet. Wäre aber ein bisschen langweilig, wenn wir so gar nichts haben oder wo die sich auch nicht wirklich wehren können. Und sagen, okay, hier vor dem Haus, lagen wir mal hier so ein bisschen. Es bietet nämlich ganz gut an. Ihr habt das schon ganz gut gesehen. Oh, passt der da? Oh, nee, der kann ja nicht mehr durchsparen. Ach, schade. Schade, wäre natürlich cool, wenn wir den hier reinpumpen könnten, aber da passt der natürlich dann nicht mehr durch. Der passt zwar rein, aber durch passt er nicht mehr. Er ist halt blöd, ne? Das ist halt doof. Deswegen müssen wir ihn dann so machen, dass wir ihn so hinstellen. Und dann passt das tatsächlich wieder. Und dann passt das. Ja, gut. Es ist jetzt der islamistische Staat, sehe ich gerade hier vom Projekt Opfer. Aber, ja, wer sagt denn nicht, dass die nicht auch Drogen verkaufen können oder verteidigen können? Ja, das muss man auch dazu sagen. Man kann natürlich die Einheitentypen mal setzen, aber ihr wisst ungefähr grundsätzlich, was ich da reinhandle. Es gibt ja auch Leute, die stehen sehr auf CQB. Deswegen könnt ihr eigentlich auch hier, wenn ihr vor allem so eine kleine Mission macht, und dann empfehle ich euch wirklich, müsst ihr sehr von der Größe abhängig machen und auch sehr davon abhängig machen, wie, ja, ich sag mal, wie eure Leute das mögen, zum einen das und zum anderen, müsst ihr auch aufpassen, dass ihr die Mitte findet wegen Performance wieder, weil ihr könnt hier natürlich 10.000 Zeus-Einheiten hinstellen, bei einer großen Map würde das ganz schnell dazu führen, dass es eher chaotisch wird, und deswegen da auf jeden Fall aufpassen, dass ihr da die goldene Mitte findet. Ich weiß, das hört man nicht immer gerne. Viele sagen auch, Armor traut mehr, soll man mehr zutrauen von der Performance. Aber nein, wir reden hier von Armor. Und deswegen bin ich bei Performance sehr, sehr wählerisch, wie ihr kennt. Und versuche darauf zu achten. Wobei ich mich da auch schon gebessert habe. So. Ist da gerade wer reingegangen? Nee, ich dachte, okay, der steht noch da, so wie er soll. Das passt. Da setzen wir mal keinen rein. Es muss ja nicht überall einer drin sein. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir auch die Geiselrettung brauchen. Also wir müssen natürlich auch jemanden hier haben. Und dann nehmen wir einfach mal... Dann wollen wir ganz normal, der hier das noch bewacht. Oh ne, der gefällt mir von der Waffe her nicht tatsächlich standardmäßig. Ah, nehmen wir die Jacke. Ja, das passt. Passt ganz gut. Und noch nicht fertig. Weil wir müssen hier nicht auch gleich noch das Arsenal anpacken. Würde ich sagen, was ich euch empfehle, und da ist natürlich wieder der Nachteil, dass man wieder hier das Problem hat, dass wir natürlich auch nur mit, ja,
auch mal wenig mit Gruppen arbeiten können, weil die immer weglaufen. Das wird immer schwierig. Deswegen können wir auch hier ganz kurz noch was reinmachen. Sagen hier noch mal ganz kurz, die Treppe soll bewacht sein. Es soll ja ein ganz guter Akt sein, zum Geiselretten dahin sein. Und wir sagen, haha, die könnten ja von hier oben ausschalten, das wollen wir aber nicht. Also sagen wir gehen auf die leeren Objekte. Und haben wir natürlich irgendwo von der Tür, hier haben wir es ganz gut. Und haben wir natürlich auch hier irgendwo bestimmt, nee, Workbench ist Quatsch, City Bench, nee. Quatsch, nee. Bank ist natürlich Blödsinn. Was brauche ich da? Heißt der Bank. Sofa ist auch Quatsch. Und dann müssen wir uns auf Cup gehen. Cup ist ja nicht das Problem. Da hatten wir natürlich wieder ganz viel. Office City. Painting Picture. Was machen? Hier könnte man auch ein Bild dran machen. Auch cool eigentlich. Eigentlich eine coole Idee, auch das Ganze so ein bisschen gestalten. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ihr wisst es, was jetzt kommt. Genau aufpassen, dass es nicht zu much wird. Aber man kann natürlich auch trotzdem ein bisschen reinmachen. Wie groß ist das denn? Da habe ich es. Ja, das ist ganz gut. Sagen, okay, hier kommt noch ein Regal rein, weil ich nicht will, dass die Geisel eben auch hier gerettet werden kann. Oh, natürlich ist das natürlich jetzt nicht groß genug. Ah, schade. Aber es würde gerade so reichen, um den Kopf von den Leuten quasi zu verbieten, beziehungsweise verbieten, sage ich schon, zu blockieren, sodass man es nicht so einfach hat zu treffen. Das passt ganz gut. Wo habe ich das jetzt hinkopiert? Da unten ist es. Mit STRG 10, STRG V können wir natürlich bequem kopieren. Das wisst ihr ja auch mittlerweile durch die ganzen Tutorial-Reihen, die ihr euch natürlich angeschaut habt. Wisst ihr natürlich auch die Tastengürtel mittlerweile in- und auswendig. Und wie gesagt, es kommt auch bald ein neues Video, wo es nochmal ganz ausführlich erklärt wird. Und diesmal, wie gesagt, besser als das letzte Mal. Denn damit war ich absolut nicht zufrieden im Nachhinein. Da waren auch so viele Sachen drin, die mir nicht gefallen haben. Deswegen müssen wir da aufpassen. So, hier haben wir das drin. Das ist gut, ganz gut. Und jetzt tun wir hier natürlich die Geisel rein. Und die Geisel machen wir einfach aus 4 Zivilisten bestehen. So, dann haben wir afrikanische noch, haben wir Pakistan Civilians, Malays afrikanische Zivilisten, macht Sinn, weil wir gerade mal so ein bisschen in Afrika berechnen das so, das macht schon Sinn. So, sagen hier okay, mit der Wand so. Und diese Leute werden wir natürlich so aufstellen, dass sie so da stehen, dass sie auch die blockieren, das heißt, man kann auch nicht vorbeischießen. Man muss quasi reingehen und die Zivilisten zu sichern. Was ich euch empfehle bei sowas zum Beispiel, ne? Mein Tipp bei euch, Arsenal reingehen und nehmt ihr den Hut weg. Der Hut ist schon ein bisschen komisch und zerstörerisch. Man könnte auch sagen, man zieht die komplett aus, das ginge genauso. Wäre natürlich auch möglich. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Dass es so macht, dann solltet ihr auf jeden Fall den Hut erst recht abnehmen. Wenn es nicht ganz unglaubwürdig kommt, schließen. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal hier. Es lädt nochmal kurz. Ich hoffe, Armer stürzt nicht ab, jetzt wo wir hin und her switchen. Ich habe übrigens Angst, jetzt auf die Karte zu gehen, weil wir schon Einheiten platziert sind. Und Armer, wir wissen alle, was das für ein Talent bei mir hat, wenn wir auf die Karte gehen. Dass er mal abstürzen kann. Ich war zwar schon ein paar Mal drauf, aber ich traue mich da nicht immer so richtig raus. Weil ich immer denke, aha, wenn es abstürzt, habe ich keinen Bock drauf. Den machen wir auch noch nacksch. Ja. So, dann haben wir das so. Natürlich auch das Kopfding ins Weg, das macht natürlich Sinn, weil sonst ist ja Blödsinn. Und es lädt, da haben wir es. Gut, okay. So, noch einen vierten Zivilisten. Alle guten Dinge sind 4, wie wir alle schließlich wissen, was wir gelernt haben. Genau, der Meinung bin ich mich auch, Bro. So, hallo. 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 Okay, ich verstehe schon, aber was ist das so? Kann ich jetzt machen? Passt das und bleibst du so stehen, ja? Tust du den Gefallen? Sehr schön, finde ich gut. Auch hier gehen wir dir natürlich ein Arsenal. Wir werden das Ganze verbessern. Also was heißt verbessern? Wir werden die ausziehen. So. Wir downgraden sie sozusagen. Haben wir passt. Jetzt haben wir tolle Ace-Module. Die haben wir aber nur mit Ace. Das muss wichtig sein. Also vieles ist hier auch ziemlich oftmals auf Mods ausgelegt, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Deswegen müsst ihr da einfach ein bisschen aufpassen. Dass ihr da einfach auch schaut. Wie gesagt, hier haben wir Ace drin. Das ist einfach eine Empfehlung. Ace spiele ich sowieso immer. Weil ohne Ace käme für mich auch mal gar nicht in Frage. Dann sagen wir hier, okay, nee, wir wollen hier noch einen Schützen drin haben. Der sich direkt auf den kopiert, genau. Und den stellen wir eben so rum hin. Dass der dorthin guckt. Und dann haben wir noch einen Schützen weiter. Den ich jetzt irgendwo hinkopiert habe und nie wiederfinden werde. Hallo? Warte mal, ist er? Nee, ist er das? Nee. Ist er denn?
Wo habe ich ihn jetzt hinkopiert? Ah, hier sind. Ist er das? Hier ist er auch nicht. Das ist ja auch der Quatsch. Das ist ja der, der dort ist. Gut. Wo ist der hin? Ich traue mich nicht, die Karte aufzumachen. Nee, das Zeus-Problem wurde, glaube ich, mit dem letzten Update behoben. Tatsächlich stimmt, ich erinnere mich. Da ist der drin. Ah, da haben wir doch hin. Da ist doch einer zu viel drin. Na, ist er doch hier. Guck, da. Ist er das? Ja, das ist er. Ist er? Nee, das ist er nicht. Das war der hier unten. Ups. Wo ist der andere hin? Ich weiß es nicht. Wir kopieren ihn einfach nochmal. Irgendwann wird er schon wieder auftauchen. Ist jetzt auch kein Brot, frisst nur Performance. Das passt. Das passt. Und den stellen wir jetzt natürlich nochmal so hin, dass der auch eine Chance hat, die zu sehen. Und dass die Leute es schwierig haben. Hallo? So hin. Und auch hier werden wir den Leuten ein Nachtsichtgerät geben. Aber hier werden wir das Ganze ein bisschen anders machen. Und zwar nicht jeden, sondern nur jeden zweiten. Und auch hier, weil sonst ist es echt schwierig, als Spieler reinzukommen. Man hätte natürlich Blendgranaten, das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache. Wenn ihr sagt, okay, das findet ihr cool mit den Nachtsichtgeräten, dann macht sie von mir aus überall rein. Letztendlich ist es ja auch eure Entscheidung. Und bei mir ist es nur eine Beispielsmission, was man tun kann. Und mit Zeus hat man natürlich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu tun. Deswegen meine Empfehlung ist, es schadet auch nichts, mal eine Zeus-Mission zu machen. Allerdings kann man, muss man immer vorsichtig sein, dass man als Zeus gerecht ist und nicht unfair ist. Das ist immer wichtig. So, hier haben wir das noch drin. So, die Aufnahmezeit geht in 16 Minuten 40, also wir sind sehr, sehr gut in der Zeit und ihr wisst, was wir da noch tun können. Das haben wir drin. Jetzt haben wir erstmal das gemacht und müssen natürlich auch sagen, okay, wo starten wir überhaupt? Denn wir haben uns jetzt erstmal nur darum gekümmert und ich würde sagen, wir starten. Ja. Hier oben irgendwas Tolles, das Kleines, ist hier was? Nee, das ist blöd. Ein Startpunkt zu finden ist natürlich das eine. Wir könnten uns aber auch einfach einen Ort suchen, wo wenig los ist. Zum Beispiel könnten wir hier den nutzen. Wir könnten sagen, aus diesem Ding, ganz einfach, wenn wir es schnell machen wollen, gibt es super tolle vordefinierte Sachen, die wir nutzen können als Vorlage von Zeus, als Dingsabumster. Hallo. Okay, das passt also so rum. Müsst aber aufpassen, dass das Ganze nicht nach unten rutscht oder so. Der hat mir klein in FOB. Können wir ein bisschen anpassen. Wir sagen, wir wollen das Ding nicht drin haben, ist das geringste Problem. Und wir sagen, okay, wir machen heute mal einen Abend, wo wir ein bisschen was anpassen müssen. Und sagen einfach, okay, hier gibt es halt auch eine Ammo-Box und diese kriegt ein Zeus, ein Arsenalmodul. Ihr wisst, normalerweise weisen wir immer Loadout zu. Aber warum denn auch nicht mal mit Arsenal arbeiten? Das würde jetzt bei uns im Clan überhaupt nicht zukommen. Würde nicht passieren. Aber es wird jetzt, ja. Also es gibt genügend Clans, das habe ich auch gehört. Auch die Bexy zum Beispiel, liebe, die spielt zum Beispiel auch in ihren Clan mit Arsenal. Ja, also das gibt es tatsächlich noch. Ich bin selbst immer begeistert, wie das geht. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Aber auch da ist natürlich Geschmackssache. Es gibt Leute, die stehen da voll drauf. Aber wenn du einen großen Clan hast, dann machst du das halt irgendwann nicht. Und vor allen Dingen, wenn deine Missionsbauer das Know-how haben, weißt du halt Loadouts zu. Ja, also es ist halt irgendwann so. Also es ist jetzt auch kein Vorwurf, dass die Leute kein Know-how haben. Das ist Quatsch. Manchen gefällt das auch einfach. Aber es ist meistens so, dass die Leute auch nicht die Zeit reinbringen wollen, das individuell zuweisen wollen. Und sich damit auch so ein bisschen das einfach machen. Was ich schade finde. Weil, wie gesagt, im Missionsbau steckt so viel Potenzial. Wir können hier auch mal eine kleine Medical Area machen. Sagen hier, okay, dann noch zwei Medikisten hin noch. Und noch ein bisschen Material drin ist, was wir auch noch anpassen könnten. Und dann sagen wir einfach, okay, wir haben jetzt hier die Supportbox. Wo ist die denn hier? Da ist, da haben wir sie. Sagen, Doppelklick drauf. Und hier in der Ecke, so hier ein bisschen. Ja, hier so in der Ecke kann man die stellen, dass die nicht ganz auffällig ist. Halt auch ein bisschen blöd. Wir stellen sie einfach hier. Ne, es geht eigentlich ganz gut. Warte mal, wir können sie eigentlich hier hinstellen. Sehr beliebter Punkt. Ne, ist falsch, die will ich gar nicht. So Bleibox NATO, die finde ich da nämlich passend dafür. Hier in die Ecke. Und hier sagen wir einfach, okay, die lernen wir erstmal. Mit Doppelklick drauf. Dann lädt Armor erstmal. Das ist ein Punkt. Damit müsst ihr euch abfinden. Das passiert ganz schnell. Es lädt immer noch. Ich hoffe, Armor stürzt jetzt nicht ab. Die Möglichkeit besteht auch. Dann wäre das Video jetzt für die Katz, die Aufnahmen die letzten 20 Minuten. Aber mein Gott, so wäre es halt. Da müsste ich nochmal aufnehmen. Dabei wollte ich heute noch so viel erledigen.
Nein, also wie gesagt, das ist halt wirklich von Clan zu Clan unterschiedlich. Ich habe mich fast verschluckt, haben Sie hier gehört, dass ihr da einfach aufpasst und so. Wie gesagt, der eine mag das so, der andere so. Und deswegen ist das immer so euch überlassen natürlich. So, Zeus, wir sagen virtuelles Arsenal hinzufügen. Das machen wir unter Arsenal. Add Full Arsenal. Und jetzt hätten wir an dieser Box das Arsenal. Da können die Leute sich ausstatten nochmal. Finde ich gar nicht schlecht. Wir sagen, okay, die sollen natürlich auch Fahrzeuge bekommen zum Fahren. Und wir sagen einfach, die spielen Amis. Und ich spiele Franzosen. Ja, ging auch. Wir können auch sagen, ich spiele Franzosen. Oder ich sage einfach, die spielen, keine Ahnung, Privatmilitär. Privatmilitär wäre auch eine gute Möglichkeit. Dazu einfach vielleicht einfach Offroader. Das geht natürlich auch. Privatmilitär ist auch was, was sehr, sehr beliebt ist. Und dann könnte man auch Offroader nehmen. Sagt einfach, okay, einer ist noch armed. Also auf der privaten, sage ich mal, schon im Nebensektor kann man tatsächlich auch sagen, das gibt es schon öfter. Das kann man echt nutzen. Und wir sagen einfach, okay, die müssen ja rüberkommen und die müssen ja sneaky rüberkommen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Basis gemacht und wollen natürlich auch ein bisschen jetzt hier so ein bisschen das drin haben. Also sagen wir, okay. Standing by. Okay. Okay, 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 okay. Ich habe nichts Falsches drücken. Jetzt bin ich erstmal hier reingerutscht. Das war nicht mit Absicht. Den Z-Button und gehe wieder zurück. Den Z-Muskel. So, da haben wir ihn. So, auch hier wieder mit der Alt-Taste hin und her. So, warte, wir haben jetzt die Tesseus, das ist wirklich das Privatmilitär gemacht. Und das ist noch nicht schlecht, das kann man machen. Und sagen einfach, okay, ich schicke hier auch zwei, drei Wachen, die da ein bisschen aufpassen. Macht natürlich Sinn. Standing by. Dass die da ein bisschen aufpassen und die so verteilen, damit es nicht ganz so leer aussieht. Und jetzt sagen wir, okay, die von... Ja, man könnte auch sagen, wir verschieben die Basis einfach vielleicht so ein bisschen ins Tal, weil ich sehe gerade, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Aber es geht um 30 Minuten, ne? Wir sagen, wir müssen in 30 Minuten eine Zeus-Mission machen. Wir sagen einfach, okay, wir haben in der Mitte des Lagers hier das Ding, das würde passen. Ganz gut. Ja, sieht schon besser aus, würde ich tatsächlich sagen. Der Rest kann dann so verwendet werden. Wie gesagt, Feinschliff kann man immer noch machen. Passt das mal. Und wir sagen einfach, okay, wir haben hier an diesem Ort stehen Boote bereit. Das ist ja wichtig. Ihr sollt ja leise hinkommen. Das heißt, ihr solltet nicht direkt so hinfahren. Und deswegen empfehle ich euch tatsächlich sogar ein bisschen abseits die Boote hinzulegen, von der Story her. Frachthafen gar nicht so. Ich würde vielleicht sagen, sogar tatsächlich so ein bisschen auf dieser Inselseite, dass man gar nicht so erst auf den Verdacht kommt. Ja, man hier zum Beispiel. Wir sagen hier, okay, das ist auch wichtig. Ihr seht, 30 Minuten ist gar nicht so lange. Wir haben noch keine Marker gesetzt, noch nichts gemacht. Also das ist schon, 30 Minuten gehen schnell rum. Gut. Eiselbefreiung. Sagen das hier rein. Sagen, okay, hier ist das Privatmilitär gleich. Also hier ist wirklich der Startpunkt. Eigene Kräfte nennen wir das. Und hier sagen wir wirklich, okay, in diesem Bereich sind die Boote. Boote aufnehmen. Boote einsteigen, glaubt so besser drauf. Wir würden einfach sagen, okay, jetzt hier. Und der NATO gibt schöne Boote, die da sind. Die sind wirklich hübsch, die kann man nehmen. Die sind normal, aber die passen ganz gut rein eigentlich in jedes Setting. Deswegen nutze ich die persönlich eigentlich sehr gerne. Wir haben hier Boats, da haben wir sie. Und dann haben wir dieses Soul Boat. Das ist sehr angenehm, das ist so oldschool-mäßig irgendwo, aber es ist schon noch cool. Und ist halt so dieser Klassiker für Einsätze. Sagen einfach, okay, wir setzen hier die Boote rein. Und die Leute sollen hier einsteigen. Und dann fahren sie im Schutze der Nacht, was wir natürlich auch einpacken. Ace Wetter, wo haben wir es denn? Wo haben wir jetzt denn Wetter? Environment haben wir jetzt hier so ein bisschen. Es gibt Time, sagen, okay. Es soll schon eher so dunkel sein. Aber 0:55. Passt ganz gut. Sehen wir auch gerade schon, macht von der Atmosphäre natürlich schon was her. Wetter, machen wir Towards Winter Channing. So machen, sagen, okay, bisschen okay. Smooth. Sagen, aber nee, machen wir direkt jetzt. Sagen, ist schon ein bisschen bewölkt. Wollen ein bisschen Regen drin haben und wir wollen aber auch so ein bisschen Fog-Setting haben. Also wir wollen so ein bisschen schon drin haben. Sagen, okay, ein bisschen soll es schon drin sein. Passt. Setzen wir kurz rein. Und schon haben wir eine kleine Atmosphäre. Wir haben Routennebel natürlich sehr, sehr gerne gesehen.
Und auch im Schutz der Menschen, mit der Nacht kann man dann so gut ansetzen. Und man kommt halt hier an und man hat also wirklich auch bis zur Ankunft Sichtschutz, denn die KI kann nicht durch Nebel sehen. Und hat damit auch so ein bisschen Atmosphäre geschaffen. Wir können ja sagen, okay, jetzt so gemacht. Nein, ich sage ich, okay, es könnte ruhig ein bisschen bewölkt sein. Wir lassen es noch ein bisschen regnen. Und lassen es auch ein bisschen gewittern. Warten ganz kurz. Und dann haben wir noch mehr Atmosphäre. Ich glaube, das ist auch wirklich noch ein bisschen Punkt. Die Fallschiffe sind wichtig, weil ihr müsst natürlich entscheiden, von Mission zu Mission, welchen Schritt gehe ich jetzt oder was ist für meine Mission sinnvoll. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr gestaltet hier noch ein bisschen. Wird nicht auffallen, deswegen empfehle ich es euch nicht. Sondern ich würde wirklich sagen, dass die Leute, da würde ich echt aufpassen mit den Gestalten. Man muss nicht alles machen. Und wir sehen gerade, die KI jetzt, das werden wir jetzt hier sehen, hat ihre Nachtsichtgeräte bereits aufgesetzt. Das macht sie ja immer ganz vorbildlich. Und wir sehen, und das müssen wir uns natürlich doch mal angucken. Habe ich jetzt gemacht? Hat der Nachtsichtgerät? Ja, der hat Nachtsichtgerät. Ganz gut. Ich finde es von der Menge der Einheiten her sehr angenehm für eine Special Forces Mission. Wir haben hier einen HMG. Wir haben jetzt hier die Patrouillen sinnvoll gemacht. Man sieht jetzt auch hier nicht direkt, dass die Leute hier stehen. Über die Sicht, also hätten wir eine Drohne, könnte man die auch gut sagen, man hat die nicht gesehen. Und wir haben Patrouillen auf der Insel, die das so ein bisschen rumpatrouillieren und machen. Wir können auch sagen, wir könnten hier noch eine Patrouille machen. Wir haben noch Zeit, 4 Minuten. Das heißt, machen wir sogar. Wir wollen, dass einfach alle Richtungen ein bisschen abgedeckt sind. Und sagen jetzt hier, okay, setzen noch eine Infanterie, setzen noch ein Viererteam. Nach hier sitzen wir wieder weit weg. Der erste Punkt, den setzen wir wieder ein bisschen zurück. Setzen das hier rein und sagen, okay, die werden jetzt hier ein bisschen die Stratroi lang gehen. Sagen hier, und die gehen einfach auch ein bisschen hier runter. Und dann sagen wir, okay, sie gehen wieder zurück. Und sagen, okay, sie sollen einfach hier lang laufen. Sie laufen hier automatisch den Weg lang, ihr müsst gar nicht so viele Wegpunkte setzen. Sagen hier den Wiederholungswegpunkt und zack, läuft die nächste Patrouille auch dort lang. Sehr, sehr angenehm, finde ich sehr, sehr cool. Weil jetzt haben wir natürlich einen Vorteil bei der Mission. Wir haben jetzt wirklich hier das Gebiet abgedeckt. Wir haben hier eine Patrouille, wir haben hier eine Patrouille, wir haben hier eine Patrouille. Und alle Patrouillen sind zeitlich besetzt. Das heißt, ist die dort hinten, ist die hier oben. Ist die aber jetzt hier, was wir gerade sehen, ist die hier. Muss man natürlich schauen, ob das sich jetzt auch so ergibt. Aber ich sag mal, für eine Zeus-Mission ist es, denke ich, ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so schon mal verwenden. Und dass es Probleme machen sollte. So, haben wir gemacht. Ihr seht, es hat auch schon geregnet, gerade ganz gut. Sieht man natürlich jetzt nicht so richtig, aber es regnet. Seht, regnet's? Na, ich weiß gerade, die sehe ich gerade gar nicht. Ja doch, da war es ganz kurz. Ja, aber das spinnt, glaube ich, gerade bei mir. Normalerweise sollte der Regen wunderbar funktionieren. Ich habe halt noch keine Ace-Settings gemacht. Es halt also sein, dass das Ace-Wetter etwas überschreibt. So. Wir sagen, okay, wir haben noch Zeit, die sollen noch connecten. Und da finde ich es natürlich wichtig, eigentlich, vor allen Dingen, bei einem Stützpunkt ist es wichtig, Lampen. Lampen sind wichtig. Das macht auch Sinn, weil niemand würde jetzt dunkel bleiben komplett. Vor allen Dingen nicht, wenn man A, eine Geiselrettung in diesem Gebiet macht und B, im Privatmilitär wird das niemals sein. Deswegen kann man hier sagen, okay, wir machen hier noch eine Lampe hin. Hier so eine Solarlampe kann man machen. Finde ich nicht verkehrt. Gibt Schlimmeres. Sagen die, okay, die soll hier sein oder so ein bisschen versetzt so. Und nee, wir setzen sie davor, das passt. Wir haben jetzt auch im eigenen Gebiet ein bisschen Licht. Und sagen, okay, die Straße hier soll auch ruhig beleuchtet sein. Das ist das geringste Problem, denn wir sind ja hier in einem friedlichen Gebiet und dann kann natürlich auch die Straße schon beleuchtet sein. Sagen hier, dass hier der Eingang zumindest ein bisschen beleuchtet ist. Ihr müsst da jetzt auch nicht übertreiben, denn auch Schatten, Licht ist alles performanceabhängig und wie es euch auswirkt. Aber wir können auch sagen, okay, wir haben hier natürlich auch Lampen. Und die können wir natürlich genauso platzieren. Wir können natürlich sagen, hier stehen noch Lampen. Ist jetzt nicht unrealistisch, dass ein Gebäude mit Lampen versehen ist, vor allem so eine Villa. Da will man ja auch was sehen und vorsichtig sein, ja. Deswegen macht es den Leuten ruhig auch ein bisschen schwer. Und der KI ein bisschen einfacher, denn wir wissen alle, wenn ein Team gut eingespielt ist, also KI kann dich schon ziemlich kaputt machen, das wissen wir alle. Das kann, glaube ich, jeder bezeugen, der KI zumindest richtig einstellen kann, denn man kann keine KI sehr, sehr gut einstellen. Und auch so gut, dass es jetzt nicht unrealistisch gut ist. Und das hier ein bisschen rein. Sagen jetzt hier, okay, geben der KI so ein bisschen Vorteil. Man muss überlegen, man macht hier eine kleine Zeus-Mission, deswegen kann man solche Spielereien eigentlich schon mal reinbauen. Deswegen tut das eigentlich auch keinen weh. Und es wird man von der Performance auch nicht so krass merken. Ja. Das wird man auch so nicht merken. Man könnte auch sagen, hier, okay, man macht die Straßenbeleuchtung hin. SDRG jetzt hier und SDRGV funktioniert wunderbar. Wir haben auch 2 Minuten später angefangen, deswegen haben wir auch 2 Minuten länger. Wir nutzen wirklich die Zeit. Die Hauptstraße sagen wir, okay, die Hauptstraße wird eben komplett beleuchtet. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Das ist ein reicher Teil der Insel. Das ist schon möglich, ob die jetzt so in echt stehen würden oder nicht.
Wie gesagt, das ist eine Zeus-Mission. Und es ist immer noch ein Spiel. Ich bin kein Architekt und kein Lampenplaner. Sowieso nicht. Kein Beleuchtungsplaner, so rum. So, setzen das hier hin. Aber ich sag euch, wenn ihr so ein bisschen Details reinbaut, das werden die Leute halt schon cool finden, weil es halt auch ein bisschen anders aussieht. Man kennt zwar das Gebiet, deswegen baue ich auch mittlerweile, bin ich großzügiger geworden, weil mich auch die Leute so ein bisschen motiviert haben mit, ja, ein bisschen was kannst du aber schon zutrauen, das stimmt auch. Ja, deswegen bin ich eigentlich, was das angeht, auch ein bisschen motivierter geworden. Passt. Hier unten lassen wir aber dunkel. Okay. Ist klar. Machen wir auch noch so. Dann mal so hin. Und zack, haben wir den Weg auch beleuchtet. Sieht natürlich sehr cool aus. Hier sieht man es jetzt nicht wirklich, weil gerade so weit weg war. Aber sieht sehr cool aus. Man hat noch ein klein bisschen was reingebastelt. Und so können wir natürlich, wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr natürlich viel genauer achten. Ihr könntet schauen, ist das denn jetzt wirklich so richtig gerade? Könnt ihr noch ein paar Berichtigungen, auch wenn die Leute schon connected sind, könnt ihr das machen, weil was ihr hier auf der Insel macht am Anfang, fällt euch erstmal keinen auf. Also ich sag mal, die ersten 20 Minuten könnt ihr hier eigentlich auch noch zusätzlich berichtigen. Wichtig ist mal, dass das grobe Konzept steht, wenn ihr vor allen Dingen schnell eine Mission machen müsst. Und vor allen Dingen wichtig ist auch, dass ihr das so realistisch oder so vermucht, wie realistisch wie möglich zu halten. Auch hier wird jetzt jemand sagen, Alter, das ist aber kein realistisches Setting. Das mag sein, aber vor allen Dingen versucht die Leuten, und das ist das Primärziel von euch, dass die Leute Spaß haben. Ihr sollt Spaß haben, mit Zeus zu spielen, und die Leute sollen Spaß bei euch mitspielen, denn wenn die Leute zufrieden mit euch sind, werden sie da wieder zocken. Und das kann man dann natürlich auch wieder nutzen und weiterbauen. Deswegen auf jeden Fall hier. Auch hier noch eine Empfehlung von meiner Seite aus. Wenn wir dort beleuchtet haben, es könnte ja sein, dass die dort anlanden. Müssen wir auch hier eine kleine Beleuchtung machen. Da müssen wir nicht die komplette Straße machen. Die können wir ein bisschen dunkel lassen. Zumindest hier so ein bisschen die Beleuchtung. Kann man schon mal machen. Das schadet niemandem. Wenn ihr wollt, könntet ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen hochziehen, könnt die ganze Straße beleuchten, was ich euch auch empfehlen würde. Vielleicht doch gar nicht so schlecht. Oder ihr sagt einfach, okay, macht's nur bis zur Stadt. Und bis dahin ist es halt erstmal gekommen. Und weiteres ist under construction. Und damit sind wir auch schon durch mit diesem Tutorial. In 30 Minuten eine Zeus-Mission sind ein paar Sekunden mehr. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Und mit diesen Worten möchte ich mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken, wie ihr das Ganze kennt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und vor allen Dingen teilt das Video mit euren Amazucht. Die unterstützt mich damit wirklich sehr, sehr viel, wenn ihr das Video teilt. Und bis dahin, denkt dran, Leute, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Tschüss.